Ja, soweit all das Bürokratische. Jetzt geht's in Medias Res. Wir wollen vorne anfangen. Und zwar spielen wir bei uns in den Family Games durch unterschiedliche Bereiche eines Hauses. Also jedes Zimmer kann irgendwie eine Aufgabe oder ein Level sein. Und wir gucken jetzt zum ersten Mal in der Geschichte unserer Show, wo denn das erste Spiel, die erste Aufgabe stattfindet. Es geht heute ins... in den Garten. Und in jeder Spielrunde kann man einen Punkt holen. Dieser Punkt wandert dann aufs Konto und verbessert dann die Ausgangssituation fürs Finale. Jetzt geht's erstmal in den Garten zu unserer ersten Aufgabe. Und es spielen jetzt die Papas und die Töchter zusammen. Okay, und wir fangen bei der Familie Van Groningen an. Ihr könnt euch schon mal bereit machen. Ihr werdet jetzt festgegurtet und ich erkläre euch jetzt, was passiert. Also, ich werde der Familie jetzt Quizfragen stellen und nur wenn die Antwort richtig ist, schaltet ihr einen Basketball frei. Der muss dann oben ins Netz. Ist der Ball drin, gibt es einen Punkt, trefft ihr nicht, gibt es nichts. Nach der richtigen Antwort heißt es dann also losrennen und treffen. Es gewinnt die Familie, die nach 2 Minuten die meisten Bälle im Netz untergebracht hat. Emma, Höhenangst? Nö. Nö? Nö. Basketballerfahrung? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Nein. Du wirst jetzt gleich hochgezogen in schwindelerregende Höhe und musst den Ball da unterbringen. Aber nur, wenn deine Familie die Quizfrage richtig beantwortet. Erste Frage. In welchem Alter ziehen junge Erwachsene in Deutschland durchschnittlich aus dem Elternhaus? A 18,4, B 23,7. Antwort? B. 23,7. B ist richtig. Lauf los. B. Okay. Und Emma fliegt durch die Luft. Und der Erste? Oh. Daneben. Zweite Frage. Welches Brettspiel dürfen Mitglieder der britischen Adelsfamilie nicht spielen? A. Risiko. B. Monopoly. Risiko. Antwort? Risiko. Risiko ist falsch. Nicht laufen. Nicht laufen. Welches Tier wird bei Zoomania die neue Polizeipartnerin vom Fuchs? Schildkröte oder Hase? Hase. Ist korrekt. Lauf los, Rainier. Und jetzt der erste Punkt. Der ist drin! Welche Haustiere gibt es in Deutschland häufiger? Hund oder Katzen? Katze. Katze ist korrekt. Los! Ja. Und jetzt ist Familie Van Groningen im Flow. Sitzt der zweite Ball? Ja! Wie viel Prozent der deutschen Kinder haben genau ein Geschwisterchen? 44,2 oder 66,4? 66, 54. A oder B? Ja. A. Richtig. Ah, okay. Eine Minute ist rum und Emma macht ihn. In welchem Monat werden in Deutschland die meisten Kinder geboren? Mai oder Juli? Mai. Falsch. Was bezeichnet eine Textiltechnik und eine Familienkonstellation? Hedgehog oder Patchwork? Patchwork. Ist richtig. Lauf los. Und Rainier flitzt los. Und Emma... Nein! Wie alt muss man in Deutschland mindestens sein, um ein Kind adoptieren zu dürfen? 18 oder 25 Jahre? 25. Ist korrekt. Lauf los! 20 Sekunden auf der Uhr und Emma, nein! Wie nennt man eine Rehmutter? Ricke oder Tocke? Oh. Ricke? Ricke. Ricke. Ist korrekt. Ricke ist richtig. Rainier, lauf los! 5! Oh. Nein! Wer sagt schneller, ich liebe dich, Männer oder Frauen? Frau. Frau, Männer wären es gewesen. Emma, das hast du super gemacht. Hier haben wir ein paar Slow-Mos und Emma hochkonzentriert da oben. Dreimal getroffen. Zur Freude der Familie, die wirklich sehr gut beantwortet hat. Also ihr habt sehr viele richtig. Ja, Rainier, wie geht's der Lunge? Ja, geht so. Hast du dich gefreut, als richtig beantwortet nicht wurde? Nicht immer, ne? Ich hab's versucht. Und Emma, wie ging's dir da oben? 3 habe ich getroffen. Das 3 hast du getroffen, damit kannst du sehr zufrieden sein. Vielleicht, jetzt ist der Rainier so kaputt, nächstes Mal tauschen wir. Nächstes Mal läufst du und der Rainier fliegt hoch, oder? Ich hab reingesagt, dass das die beste Idee ist. Das muss Familie Dedrichs erstmal besser machen. Und wir sehen da Feline, die festgestellt ist. Wie alt bist du, Feline? 12. 12? Mhm. Ja, und ich glaube auch vielleicht noch ein bisschen kleiner als die Emma, oder? Ja, kann sein. Sehr schön. André, bist du ready? Ja. Die Familie, ihr seid in Sachen Fragen dran. Jawohl. Steckt die Köpfe zusammen und antwortet immer laut und deutlich, damit ich weiß,
welche Antwort eingeloggt wird. Seid ihr soweit? Ja. 3 Punkte gilt es zu schlagen und die Uhr startet nach der Stellung der ersten Frage. Okay. Wie viel Prozent der Kinder schauen jeden oder fast jeden Tag fern? 44 oder 74? 74. 74 ist richtig und damit fliegt Feline durch die Luft. Und daneben. Was gibt es in Deutschland mehr? Schielende oder Linkshänder? Linkshänder. Ist korrekt. Hoch. So, Feline. Und jetzt? Feline. Ei. Welcher Animationsfilmcharakter hat mehr Finger? Ein Minion oder Sid aus Ice Age? Ice Age, Karl-Heinz lockt ein und das richtig. Und jetzt, Feline. Jetzt sitzt der Erste, da bin ich mir sicher. Ja! Welches Geschlecht popelt häufiger in der Nase? Männer oder Frauen? Männer ist richtig. Lauf los, André. Das kam wie aus einem Mund. Und jetzt? Ja! Wie lautet das Jugendwort 2020? Lost oder abhatzen? Lost! Lauf los, André. Und ist das jetzt der Ausgleich? Ja! Was besitzen die Deutschen mehr? Gartenzwerge oder PKW? PKW. Das ist richtig, Karl-Heinz. Und jetzt kann André und Feline das Ding hier beenden. Feline, ist der Ball drin? Ja! Feline, du hast diese Runde schon gewonnen. Wow. Mega, mega. Stark. Und noch eine halbe Minute auf der Uhr. Also beide Familien wachsen jetzt hier echt schon über sich hinaus. Das sind ganz, ganz starke Werte. Karl-Heinz, was wolltest du sagen? Bist du stolz? Sehr stark, Papa. Sehr stolz. Sehr stolz, oder? Wer war denn, war das jetzt eine Teamleistung oder? Team. Das war absolut Team. Absolut Team. Und ich bin froh, dass du nicht so lange durchhalten musst. Feline Dirk Nowitzki Dederichs, oder? Der erste Punkt des Abends geht an die Familie Dederichs. Hier ist der Punktestand. 1:0 für Familie Dederichs. Sehr gut. Jeder Punkt bedeutet einen Vorteil im Finale. Ihr seid auf einem sehr guten Weg, aber es kommt ja noch einiges.